Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Gruselsports. Und an die Mädels, es ist wieder Zeit, die Titten auf den Tisch zu packen, denn es wird wieder sexy. Wir sind in Teil Nummer 5 angekommen und ich bin wieder nicht alleine, denn mit mir ist am Start der Sisko. Mahlzeit an die Leute da draußen. Wir haben aufgehört bei der Suche nach unserem Ticket für die Seilbahn, die uns hoffentlich irgendwann mal aus dieser Stadt rausbringt. Wahrscheinlich wohl er nicht, aber trotzdem wäre es nicht so verkehrt, das Ticket erstmal zu finden. Jo, und da machen wir uns jetzt mal auf die Suche. Wir haben gerade festgestellt, die Straße links und rechts ist blockiert oder die hört einfach mal gerne auch auf. Das einzige Gebäude, was wir noch nicht untersucht haben, was? War das deiner? Ja, ein Stock, wollen wir die aufheben? Nee, wir haben ja unsere Allzweckwaffe, den Gartensimulator 3000. Der müsste uns eigentlich schützen vor jeglicher Art von komischen Kreaturen. Ja, und? Da ist das deiner. Ja, da war das, da war auf jeden Fall das deiner. Was denn hier noch? Okay, danger of this, keep off. Ja, da wollen wir mal lieber fern von bleiben. Ja. Hier können wir auch nicht rein. Nee, da war auch keine Tür. Und da lag noch hier was auf einem Stein. Ja, brauchen wir auch nicht. Der Stein wird uns auch jetzt nicht so viel bringen wahrscheinlich. Ja, wir können hier nochmal zurückgehen. Die Tür ist ja eh auf. Ja. Und können mal gucken, ob hier noch irgendwas lag. Wir suchen immer noch die Karte. Ja. Ins Glück, hoffentlich. Wobei, wie ich das Spiel kenne, eher ins Verderben. Aber da stürzen wir uns ja gerne rein. Okay. Also da vorne kamen wir auf jeden Fall nicht hoch, ne? Nee, das war... Der Weg war blockiert. Mit Containern. Hier waren wir auch schon, ne? Ich meine ja. Boah! Wow! Oh! Alter, Finne! Fuck! Fuck, hab ich mich erschrocken. Mach die Alte weg! Gib ihr! Töte sie! Töte sie! Scheiße. Töte sie! Oh! Scheiße, hab ich mich erschrocken! Alten Finne! Oh! Guck sie an! Was haben wir da gerade gekillt? Weiß ich nicht, aber ich will sie noch weiter töten. Alter! Alter! Ich hab auch einfach eine Gänsehaut gerade! Also, scheiß die Wand an! Das war das erste Mal, was ich. Wo ich es nicht habe kommen sehen. Nee. Okay. Ja, gut. Aber wir haben da auch irgendwas angemacht. Das war im letzten Part, dass wir da dieses diese Stromzufuhr aktiviert haben. Ja, das war hier vorne. Ja, aber sonst kann man da auch nicht großartig was machen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur für Licht war. Ja, ich kann es auch nicht wieder ausmachen. Okay, ja, wollen wir auch wahrscheinlich nicht. Ist schon düster genug alles. Boah, hab ich mich gerade. Da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Waren wir hier nicht schon drin? Ich weiß es nicht. Guck mal kurz. Nee. Nee. Da sieht man erstmal nichts. Also erstmal dahin gehen, wo man was sieht. Das war doch erstmal was Vernünftiges. Ist guck das, mal hier. Ist das ein Ratterautomat? Das sieht aus wie der Ticketautomat, oder? Ach du liebe Zeit, Tatsache. Spielmünzen. Ja, erstmal eine Runde zocken. Tatsache. Okay, was können wir denn hier machen? Jailbreak. Na, wenn das mal nicht passt. Aktivieren. Ach, warte mal. Okay, wir müssen, glaube ich, die oben ins Grüne kommen, ne? Richtig. Okay. Okay, jetzt nur noch ins Grüne rein. Easy, und dann easy. Haben wir doch das Ticket. Ja, Wolska Popolska. Ah, das müssen wir dreimal machen. Mit drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen anscheinend. Müssen wir in alle rein? Ich weiß nicht. Ich versuch's einfach nochmal. Das gleiche nochmal. Ja, ich versuch mal hier in das. Okay. Ach nee, guck mal, rot müssen wir oben links in die Ecke. Und ach, dann müssen Tatsache. Wir, glaube ich, die beiden grünen in die anderen, ne? Okay, okay. Das macht Sinn, oder? Das macht tatsächlich bis jetzt soweit Sinn, ja. Ja. Das wird ein bisschen haarig, aber doch. Klappt. Okay, ja. Der ist drin. Alles klar, jetzt so. Zweimal grün. Wahrscheinlich, egal in welcher Reihenfolge. Das hoffe ich mal. Erstmal fürs Leichte gehen. Jo. Tatsache. Der sitzt. Einer noch. Und wir können gleich das Ticket lösen. Und dann wurde ordentlich gejailbreakt. Oh, fuck. Den haben wir ein bisschen vermasselt. Warte mal,
mal, ich gehe mal hier direkt rechts rüber. Und ziehe hier an der Seite entlang. Ja, das sieht doch nach einem sicheren Weg aus, ja. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt gib uns das Ticket. Bing, bing, bing. Da ist das Ticket. Yes. Gratisfahrt. Und jetzt zurück zur Seilbahn. Sehr gut. Wo kommen wir hier raus? Hier. Boah, ist doch alles so düster, ey. Und mittlerweile muss man einfach hinter jeder Ecke Schiss haben, dass da irgendwas uns hinten auf den Rücken gesprungen kommt, wie gerade. Na. Das war ganz gut gemacht, muss man sagen. Das habe ich nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. Da habe ich mir mal ein bisschen in die Hose gemacht. Ja, richtig. Also das Gratis-Ticket hätte auch eine Gratis-Unterwäsche sein können. Wäre wahrscheinlich hilfreicher gewesen. Alter, da ist schon wieder eine... Hau ab, du Viech! Alter, uah. Die ist recht schnell. Schüttel die Scheiße, aber... Da ist da nichts. Alter, es sind Hammerviele hier. Scheiße, dann... Fuck, ich soll rennen. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es besser wegzurennen. Stand auch bei den Tipps, ab zur Seilbahn. Wir humpeln auch. Wir haben noch Verbandskästen, oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich den Inventar öffnen kann. War einfach D-Pad rechts, glaube ich. D-Pad rechts? Ja, ich möchte erstmal weiter wegrennen. Ja, war auch gut. Aber den Viechern weg. Ja, wir haben uns, glaube ich, ein bisschen erholt. So, wir bluten jedenfalls nicht mehr. Lauf weiter nach vorne. Mach verdammte ich doch. Inzucht. Verdammte Axt. Alter. Die Dinger so, sehen nicht gut aus. Die Tür schließen. Nein, man, gratis Ticket to Hell. Gratis Ticket to Hell, bitte einmal. Einlösen. Einlösen, bitte. So. Das schmeckt doch. Ja, da treibe ich mich gerade. Ja. Wo man das Tal hinfährt. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, auf geht's. Erfolg vom Regen in die Traufe. Das gucken wir mal kurz nach. Mit der Seilbahn zum Devil's Pit gefahren. Wir sind ja noch gar nicht gefahren. Ja, kommt noch. Aber erledigt. Die nächsten 10 Euro auf dem eBay-Account sind uns eigentlich schon sicher. Für die 10G. So. Das ist also eine Seilbahn. Die fährt ganz schön langsam. Ja. Und mal wieder, wie man Silent Hill kennt, was anderes als Nebel erwartet man. Ja, man sieht wirklich gar nichts. Man sieht deinen Kopf. Ja, klasse. Kann ich mich bewegen? Ich kann mich nicht bewegen. Naja, mein Gott. Murphy, Mac, Oh, guck mal, das sieht aber schön aus. Schleifstein. Guck mal, die Sonne geht doch auf, dann ist Tatsache, jetzt wieder alles gut, oder? Ich glaube, das war's auch mit dem Let's Play. Das ja, dürfte. Das war's. Wir haben uns dann aus Silent Hill wegbewegt. Kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch irgendwas Böses passiert. Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Wir kommen unten an und das ist heile Welt. Ja, ja. Boah, er sitzt auch ganz gechillt da. Als wenn er das jeden Tag machen würde. Aber immerhin keine Sträflingsklamotten mehr an. Ja, Weltklasse. Finde einen Weg in die Stadt. Ja, easy peasy. Jo, das sollte wirklich kein Problem sein. Ja, so, hier kommen da wir raus. Ist schon mal das erste Problem. Warte mal, halt. Wir haben doch noch einen Schlüssel. Ja, Inventar, hast du gesagt? Ja, einen Schlüssel hatten wir noch. Ja, bringt nichts. Ja, gut. Dann vielleicht mit Gewalt das Ding. Ja, ich heb mal kurz die Hake wieder auf. Und gib der Tür. Ja, die Tür lässt sich aber nicht. Das bringt aber gar nichts. Dann gucken wir nochmal zurück. Da ist auch noch eine Tür. Ja. Ich kann noch nicht schneller laufen. Bing, 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 bing. Okay. Da klingelt's. Hier sind die Glocken. Ja, das sah für mich aus wie Leichensäcke. Gut, dass die Glocken gemacht hast. Kann ich die Unterhose noch ein bisschen länger anhalten? Und die Seilbahn haut auch wieder ab. Dann goodbye Seilbahn. Gehen wir hier rein oder gucken wir erstmal? Da ist erstmal Licht. Licht ist nicht verkehrt. Meinst du Licht lieber? Licht lieber, ja. Okay. Vielleicht hätte man vorher lesen können, was da drauf stand, aber egal. Sind wir drin? Hallo? Anyone? Anyone? Aber wir haben die Bratpfanne. Jawohl. Da ist sie wieder. Die gute alte Bratpfanne als Allzweckwaffe. Da liegen auch ein paar Zichten. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie der Hauptcharakter keine Schmacht gerade haben kann. Irgendwas können wir öffnen. Ach, guck mal. Das sind das weitere Spielmünzen. Geld. Ship it. Ship it indeed. Können wir den Fernseher ausmachen? Anscheinend nicht. Er steht abschalten, aber wir ändern entweder Kanäle oder er lässt sich einfach nicht abschalten. So, was hier?
Ein Verbandskasten. Ja. Wir haben mittlerweile auch tatsächlich unseren ersten Verbandskasten geöffnet. Oh, hier ist es blutig. Das kann nichts Gutes heißen. Gehen wir eine Runde baden? Nee. Und da war irgendwas. Ja, am Waschbecken. Ja, wir können uns den ein bisschen waschen. Ja, und den nicht vor den Spiegel benutzen. Ja, und ein bisschen spülen. Und den nicht vor den Klodeckel benutzen. Das scheint ja hier wirklich super eingerichtet zu sein. Was ist hier? Ach, drücke runter, um das Feuerzeug an- und auszuschalten. Drücke hoch, um es im Inventar auszuwählen. Okay. Dann drück doch mal runter, um es anzuschalten. Ah, dann wechseln wir in die fast First-Person-Perspektive. Ja gut, hier ist es ja hell genug, da brauchen wir es ja nicht. Jo, hier brauchen wir es auf jeden Fall noch nicht. Hier ist Edward Schleifsteinmaschine. Die brauchen wir gerade wahrscheinlich auch nicht. Hier liegt noch irgendwas. Was war das? Boah, da haben wir wieder Schraubstock 3000. Was ist das? Ein anderer Schraubstock 4000. Na, das brauchen wir nicht. Das sind alles nur Waffen. Wer braucht schon Waffen, wenn er solche Skills hat wie wir? Mit einer Axt oder einem anderen metallenen Gegenstand einschlagen. Jo, Flöte, du hast einen metallenen Gegenstand in der Hand. Ja, dann gib ihm. Dann wird da ordentlich gegeben. Tür öffnen. Erstmal. Ach, guck mal, hier kamen wir gerade her. Ja, klasse. Okay. Da kann man wahrscheinlich tatsächlich gerade her, ne? Haben wir irgendwas Nützliches? Ja, wir haben Geld eingesammelt, oder? Und wir haben ja den metallischen Gegenstand in der Hand. Das heißt, vielleicht können wir die andere Tür auch aufschlagen. Das könnte sogar tatsächlich sein. Speichern ist ja auch schon mal kein verkehrter Move. No. Dann. Nee, aber ich glaube, das bringt nichts. Daneben, da ist. Nee, ist auch nicht. Nee, ist auch aufschließen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, wieder zurück. Inventar. Nee, wir haben immer noch den Schlüssel, der bringt gar nichts. Noch nicht. Zumindest. Na, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der noch was bringen könnte. Ich glaube, vielleicht war da wirklich eine Hidden Area, die wir vielleicht verpasst haben, aber naja, passiert. Ja. So. Gehen wir mal hinten rein direkt. Irgendwas muss ja hier noch liegen. Radio anmachen. Hey people, welcome back to WLMN. DJ Ricks. DJ Ricks am Mikrofon. Ja, ich würde gerne Highway to Hell. Ja, wo ist das Telefon? Ja. Scheißteil. Kaputt machen kann man es auch nicht, das ist ja wirklich Nonsens. Was haben wir hier noch? Edward Schleifstein. Ja. Bringt uns immer nichts, da ist doch noch irgendwie rechts Working Rooms. Da rechts okay. Irgendwie Artificial Respiration, whatever. Ah. Bringt uns auch nichts. Hier war der Boiler. Was ist denn hier noch? Da kann man auch nicht weiter. Nee, einfach nur eine Abstellkammer, so wie es aussieht. Mhm. Mit dieser blutenden Badewanne muss doch eigentlich auch irgendwas sein. Ja, irgendwie schon, ne? Kann man da irgendwie das Wasser anmachen oder so? Ja, beim Wasser, also den Wasserhahn könntest du ja anmachen, aber der sieht nicht so aus. Also irgendwas muss ja hier sein, was diese andere Tür da öffnet. Den Fernseher können wir auch nicht mehr abschalten. Nee. Der hat irgendwie einen grünen, runden, ovalen Schimmer, aber. Ja. Aber das ist alles nicht hilfreich. Ein bisschen irgendwelche, wie bei irgendwelche Schränke, vielleicht irgendwie doch mal tatsächlich der Kühlschrank. Mal schauen. Nee, wir haben nur Bier hier drin. Das bringt uns als Waffe nicht viel. Als Getränk schon viel mehr, aber das will der Charakter nicht. Was haben wir denn da noch für eine Tür? Ja, hier kommen wir wieder raus. Aber warte mal, hier liegt glaube ich was. Ne, Zigaretten. Irgendwer hat ordentlich gepieft. Da geh nochmal da raus. Wo? Da sind wir wieder. Ah, das. Ne, ich wollte gerade sagen, das Licht ist jetzt ausgegangen. Aber ist es nicht? Ist hier noch irgendwas? Ne. Aber wie schließen wir denn das Ding denn auf? Das ist hier noch gerade jemand? Die große Frage. Guck mal. Tatsache, also das hätte ich jetzt nicht gesehen. Das war ein gutes Auge. Wir gehen anscheinend auch die Tür durch, erstmal ohne vorher reinzugucken, was da sein könnte. Ja, denn hier laufen ja keine Monster rum. Ja, richtig. Ist ja nur Silent Hill. Ist vergleichbar mit Castrop Rauxel. Da passiert anscheinend nie was Spannendes.
There we go. Aufheben. Haben wir den Schlüssel? Ein Schlüssel ist schon mal nie verkehrt. Sonst können wir hier noch irgendwas anmachen? Nee, ja, hier. Es funkt und sprüht und unser Charakter sagt sich Wayne. So, auf geht's. Schlüssel benutzen. Hoch. Und dann endlich die Stadt verlassen. Genau. Also nach einer guten Stunde Spielzeit. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Es wird auch Zeit. Das Spiel macht auch schon keine Lust mehr. Genug gesehen. Inventar öffnen. So, das war der andere Schlüssel hier, ne? Der. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt erstmal reingucken, als wenn man in der Dusche stehen würde, wo man Mädels beobachten würde. Ja, das war ein bisschen zu schnell. Perversling. Guck mal. Ach, nee, das wollen wir nicht. Hier wollen das andere da. Mach den Schuh kaputt. Ja, ich mach hier. Glas kann man auch nicht zerschlagen. Panzer sicher anscheinend. Anscheinend. War das wirklich nichts in der Schublade? Nee, ich glaube, da lagen nur Zigaretten. Ehrlich gesagt. Was? Ah, doch, das sieht. Ja, Tatsache. Nee. Aber ein Feuerzeug. Ja. Hatten wir doch schon. Das hatten wir echt schon. Aber hatten wir auch so ein gutes Zippo? Nee, zwei sind besser als eins. Richtig. Postkarten gefallen mir überhaupt nicht. Nee, erstmal kaputt machen. Ja. Was haben wir hier noch? Information ist, war immer schon verkehrt. Guck mal, wo sind wir denn hier? Wir sind hier unten an der Seilbahnstation, ne? Ja, das heißt Vorratshöhle. Vorratshöhle? Silent Hill, Hillside, Bahnhof. Cave of Tears. Ah, schön. Teils Englisch, teils Deutsch. Das ist ja gut Spektugal. Ja. Naja. Ach, das ist aber doch schon mal. Das sieht doch gut aus. Jetzt lernen wir doch einen neuen Charakter kennen. Ich bin mir fast sicher. Genießt die Aussicht auf jeden Fall. Als wenn es Prince of Persia wäre, das Spiel. Guck mal einer ich an. Sag doch, wir lernen einen neuen Charakter kennen. Pretty impressive, ain't it? Might not guess by looking at it, but this place used to be filled with all kinds of visitors. Moms and dads and little kids and... Yeah, it was a really nice place. I'm sorry. You are... Name's JP, and that, sir, is the Devil's Pit. 490 meters straight down to the blackest soul of the earth. The deepest limestone sinkhole look, north that's of... fascinating, but... Sorry. Someone, something, tried to kill me back there. You haven't seen anyone? I'm strange, wandering around here, have you? First-time visitor, huh? Genau. Was machst du denn jetzt weg? Geld! Aber wir haben es ja im Inventar. Ja, genau. Listen, if there's a quick way out of here, I'd really appreciate it if you just tell me. Way out! What good would that do? Sorry. We don't get too many visitors these days. Right. Komisch eigentlich, wenn die ganzen Straßen weg sind. Und die Monster ein an die Wäsche holen. If you head through the cavern, there's a train. Can take you to Hillside. Boy, I tell you. All the kids, they just love that little train. How about you show me? Sorry. Someplace I gotta be. Okay. Mm-hmm. Thanks for the tip. Danke, du Pilot. Er ist mir auch nicht ganz koscher. Nee. Aber auch das ist wieder typisch Silent Hill. Man lernt einen neuen Charakter kennen und man ist nachher... noch verwirrter als vorher. Sounds like a fun place to bring the family. Gut, aber ich würde sagen, wir müssen dem Weg zur Bahn folgen. Und das seht ihr im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Silent Hill Downpour. Also Mädels, packt die Titten wieder ein. Jungs, Action gibt's im nächsten Part. Macht's gut, haut rein und ciao mit V. Tschö, tschö.